Folgt man einer spannenden Lehre aus dem Hinduismus, so besitzt jeder Mensch nicht plus zwei, sondern drei Augen. Das Problem? Bei den meisten von uns ist das dritte geheime Auge blockiert. Wir haben es im Laufe unseres Lebens verlernt, uns darauf zu konzentrieren, sodass unsere innere Verbindung zu unserem Stirnchakra abbrach. Doch wie könnte es uns gelingen, das dritte Auge zu aktivieren? Und was passiert den religiösen Überzeugungen zufolge, wenn unser verborgenes Auge erst einmal geöffnet wurde? Gemeinsam mit euch möchten wir heute einmal einen genaueren Blick auf dieses spannende Thema werfen. Das dritte Auge. Wie eingangs bereits erwähnt, wird das dritte Auge auch als Stirnchakra bezeichnet. In vielen hinduistisch geprägten Strömungen existiert die Überzeugung, dass jede Person sieben Hauptchakren besitzt. Im Detail handelt es sich dabei um subtile Energiezentren, die sich zwischen unserem fleischlichen Körper und unserem sogenannten Astralleib befinden. Dabei beschreiben die sieben Chakren eine senkrechte Linie, die uns sowohl mit Himmel als auch mit der Erde verbinden. So steht beispielsweise das Herzchakra für die Liebe und gewährt uns die Fähigkeit, Liebe zu geben und zu empfangen. Das sogenannte Sakralchakra lässt uns wiederum Freude fühlen. Grundsätzlich gilt, ist eines unserer Energiezentren blockiert, so kann dies unser Leben seelisch und physisch beeinträchtigen. Anfangs haben wir euch ja bereits gesagt, dass das dritte Auge bei den meisten Menschen ebenfalls verschlossen ist. Doch wie können wir überhaupt bemerken, ob dies auch auf uns zutrifft? Diesbezüglich sagen die entsprechenden Quellen, dass wir in solchen Fällen große Schwierigkeiten haben, auf unsere innere Stimme zu hören. Personen, deren Stirnchakra verschlossen ist, denken und handeln demnach überaus rational, wobei sie ihre Intuition und ihr Bauchgefühl praktisch vollkommen ignorieren. Im ersten Moment könnte man vermuten, dass eine solch bedachte, kontrollierte Lebensweise gar nicht einmal so schlecht ist. In Wahrheit bewirkt eine solche Blockade jedoch, dass wir uns davor fürchten, neue Dinge auszuprobieren und in unseren festgesetzten Mustern verharren. Mehr noch, ein blockiertes Stirnchakra wirkt sich negativ auf unser körperliches Wohlbefinden aus, begünstigt Depressionen, Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen. Gelingt es uns nun jedoch, unser verborgenes Auge zu aktivieren, können wir all diesen Beschwerden einfach den Kampf ansagen. Doch damit nicht genug. Die Öffnung und Verwendung des geheimen Auges führt uns in einigen Theorien zufolge sogar in höhere Bewusstseinswelten, von denen wir derzeit nicht einmal zu träumen wagen. Aktivierung des Stirnchakras. Bevor wir uns den spannenden Welten widmen, die wir durch die Verwendung des dritten Auges betreten können, sollten wir zunächst einmal eine grundlegende Frage klären. Wie ist es überhaupt möglich, unser geheimes Auge zu öffnen? Diesbezüglich müssen mehrere Faktoren ineinander greifen. Dazu gehört auch, dass wir uns gesund und ausgewogen ernähren. Demnach erschweren es schädliche Nahrungs- und Genussmittel wie etwa Alkohol, Tabak und Koffein, die Blockade unseres Stirnchakras zu lösen. Wer der physischen Hülle seiner Seele stattdessen wichtige Vitamine und somit neue Energie zur Verfügung stellt, schafft optimale Voraussetzungen, das dritte Auge zu öffnen. Darüber hinaus können bestimmte Farben, genauer gesagt Lila und Indigoblau, dabei helfen, das entsprechende Energiezentrum zu stimulieren. Auch Heilsteine helfen dabei, das Ungleichgewicht der Energieversorgung im Körper zu stabilisieren. Um die zahlreichen Eindrücke, die wir während unseres Alltags aufnehmen, ausreichend verarbeiten zu können, ist zudem ein fester Schlafrhythmus unerlässlich. Auch regelmäßiges Yoga und Meditationsübungen helfen dabei, die Verbindung zu unserem dritten Auge wiederherzustellen. Viele Hindus unterstreichen die Verbundenheit zu ihrem Stirnchakra auch optisch. Die typischen aufgemalten Punkte zwischen den Augenbrauen, die sogenannten Bindis, befinden sich nämlich genau dort, wo das energetische dritte Auge lokalisiert wird. Die Öffnung. Einmal angenommen, es gelingt einem Menschen schließlich, das dritte Auge zu öffnen. Wie wird sich sein Leben den entsprechenden Lehren zufolge dann verändern? Grundsätzlich gilt, Personen, deren Stirnchakra aktiviert ist, können sich besser in andere hineinversetzen. Allgemein wird ihnen eine sehr gute Menschenkenntnis zugesprochen, weshalb es ihnen leicht fällt, Lügner im Handumdrehen zu entlarven. Auch spielt die Intuition in solchen Fällen wieder eine übergeordnete Rolle. Sie können sich wieder sorglos auf die innere Stimme verlassen und Entscheidungen sprichwörtlich aus dem Bauch heraus treffen. Die Öffnung des dritten Auges birgt allerdings noch weitere Vorteile. Demnach verbessert sich die allgemeine Wahrnehmungsfähigkeit, wodurch auch die Gedächtnis- und die Konzentrationsleistung deutlich ansteigen. Doch welche Hintergründe liegen all diesen erfreulichen Phänomenen zugrunde? Aus hinduistischer Sicht ist unser Stirnchakra eng mit der Zirbeldrüse verbunden. Diese befindet sich auf der Rückseite des Mittelhirns und ist unter anderem für die Produktion von Melatonin verantwortlich. Und auch abseits der religiösen Überzeugungen gilt, ist das Gleichgewicht dieses sogenannten Schlafhormons gestört, wirkt sich dies negativ auf unser körperliches und seelisches Wohlbefinden aus.
Im Yoga werden die Sekrete, die in der Zirbeldrüse gebildet werden, als Amrutam bezeichnet. Dabei kann dieses Amrutam in das innere System eingeflochten werden, um die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Gleichzeitig wirkt das Amrutam aufgrund seiner glückbringenden Eigenschaft schon fast wie eine körpereigene Droge. Darüber hinaus kann es jedoch auch genutzt werden, um eine vollkommen neue Wahrnehmungsstufe zu erreichen. Einigen Theorien zufolge soll die Aktivierung des dritten Auges sogar Visionen und hellseherische Erlebnisse ermöglichen. Während wir uns bislang hauptsächlich auf die hinduistisch geprägten Ansichten zu diesem verborgenen Auge konzentriert haben, ist es nun an der Zeit, unseren Blick auch auf die anderen Gruppen zu richten, die diesem mystischen Geheimnis eine höhere Bedeutung zusprechen. Das dritte Auge und Aliens? Denn tatsächlich wird diese spannende Symbolik keineswegs nur in der Reihen der Hindus verwendet. So verorten die Buddhisten das dritte Auge auf der Stirn von Buddha. Auch aus Mesoamerika sind derartige Darstellungen bekannt. Dabei scheint, als würde das dritte Auge häufig die Fähigkeit symbolisieren, mit höheren spirituellen Sphären und Wesen in Kontakt zu treten. Demnach repräsentiert das unsichtbare Auge stets die Verbindung mit dem großen Unbekannten. Folglich liegt dieser Symbolik die Annahme zugrunde, dass jenseits unserer materiellen Welt etwas existiert, das wir auf herkömmliche Art und Weise nicht wahrnehmen oder begreifen können. Oftmals steht das dritte Auge für die Erde, das Universum oder die gesamte Schöpfung. Wenn es um spirituelle Zeichen und Überzeugungen geht, ist der Weg zur Präastronautik wieder einmal nicht weit. Noch einmal zur Erinnerung. Diese Parawissenschaft fußt auf der Annahme, dass die Menschen des Altertums im regelmäßigen Austausch mit außerirdischen Intelligenzen standen. Da die extraterrestrischen Besucher den Erdenbewohnern geheimes Wissen und Technologien offenbarten, wurden sie von diesen oftmals als übernatürliche Gottheiten verehrt. Soweit die heiß umstrittene Theorie. Auf den Fall des dritten Auges übertragen, stellen sich manche überzeugte Präastronautiker daher die folgende Frage: Was wäre, wenn das geheime Auge in Wahrheit die Verbindung mit eben jenen außerirdischen Gästen aus der Vergangenheit verkörpert? Während die hinduistisch geprägten Strömungen das Stirnchakra noch eng mit der Zirbeldrüse verbinden, steht es in den Reihen der Präastronautik in direktem Zusammenhang mit dem Thalamus. Dies hat den Hintergrund, dass das dritte Auge auf vielen alten Abbildungen als eiförmiges Gebilde dargestellt wird. Und auch der Thalamus erscheint optisch wie zwei identisch geformte Eier. In einfachen Worten ausgedrückt handelt es sich dabei um jene Hirnregionen, die für die Weiterleitung der Informationen aus den Sinnesrezeptoren verantwortlich ist. Einige Forscher, welche die Stimulation des Thalamus an Koma-Patienten untersuchten, führten die These ins Feld, dass jenes Areal den wichtigsten Einfluss auf das menschliche Bewusstsein besitzt. Ganz gleich, ob über die Augen oder durch die Ohren. Alle Informationen, die wir über unsere primären Sinnesorgane erfassen, gelangen zunächst zum Thalamus. Dort werden sie wiederum sortiert und an die Großhirnrinde weitergeleitet. Angesichts der verblüffenden Eigenschaften des Thalamus fragen sich manche kreative Köpfe, ob es sich dabei möglicherweise einst um ein Geschenk von Außerirdischen handelte, das uns überhaupt erst erweckt hat. In anderen Worten ausgedrückt, die Aliens hätten also an der Erschaffung des Menschen mitgewirkt. Das verborgene dritte Auge wäre demzufolge also so etwas wie eine Art Verbindungsglied, mit dem wir einst in Kontakt mit unseren extraterrestrischen Freunden treten konnten. Vermeintlich gestützt wird diese brisante Vermutung auch von einigen Symbolen, die die alten Ägypter für die Nachwelt hinterließen. Im Kern ist damit das Auge des Horus gemeint. Dieses galt damals als Zeichen des Schutzes, der Gesundheit und der königlichen Macht. Gleichzeitig war dieses Symbol jedoch auch als Auge der Vorhersehung, also das eines allsehenden Gottes, bekannt. Besonders verblüffend, wenn wir die reine Form des Thalamus mit dem Horusauge vergleichen, sind einige auffällige Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen. Welche Hintergründe dieser uralten Symbolik tatsächlich zugrunde lagen, lässt sich aus heutiger Sicht aber nur noch schwer rekonstruieren. Fest steht jedoch, dass die Darstellungen von Augen im Alltagsleben der altägyptischen Bewohner einen sehr hohen Stellenwert besaßen. So wurde das entsprechende Symbol von vielen Pharaonenreichbewohnern in Form eines Amuletts getragen, mit dem man sich vor dem sogenannten bösen Blick schützen wollte. In der Epoche des Neuen Reichs spielten die magischen Augen dann auch in der Bestattungskultur eine immer größere Rolle. So wurden viele Sarkophage und Grabbeigaben mit den entsprechenden Zeichen verziert. Zusätzlich zur Religion nutzten die Ägypter das Auge des Horus auch in den Bereichen der Medizin. So dienten die mathematischen Verhältnisse der Symbole den damaligen Ärzten als Orientierung, um ihre Heilmittel zu dosieren. Möglicherweise wurde das Horusauge sogar selbst im Rahmen eines Heilzaubers eingesetzt. Ob wir jemals erfahren werden, was die alten Ägypter tatsächlich dazu bewog, das sagenumwobene Auge in ihren Alltag zu integrieren, steht sprichwörtlich in den Sternen. Bis wir eine Antwort auf diese spannende Frage erhalten werden, bleibt jedoch noch viel Raum für die abenteuerlichsten Spekulationen offen. Tja Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Glaubt ihr, dass wir so etwas wie ein drittes Auge besitzen?
Und was denkt ihr über die kontroversen Theorien aus der Welt der Präastronautik? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video wie immer ganz einfach unten in die Kommentare rein. Gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben und abonniert Topwelt, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und wenn ihr Lust auf weitere spannende Videos über die aufregendsten Theorien aller Zeiten habt, dann werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen Beiträge unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt hier auf eins der Bildchen im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal!